Hallo ihr lieben Menschen und herzlich willkommen auf diesem Kanal in dem Safe Space Wohnzimmer eurer Wahl. Heute werde ich ein etwas anderes Video machen und das ist nur die kurze Einleitung. Bevor es losgeht, möchte ich euch ein paar Sachen sagen. Was ich genau gemacht habe, was passiert ist und was jede einzelne Person von euch tun kann, um zu unterstützen. Also erstmal, was ist passiert? Vor einiger Zeit hatte Robert, Marc Lehmann, mich kontaktiert und hatte gefragt, ob er mich mal connecten kann mit einer Person, die im Bereich Landwirtschaft unterwegs ist, aktuell beziehungsweise LandwirtInnen hilft, umzusteigen. Vorher aber Lehrerin war, es war so ein bisschen kryptisch. Er hat gesagt, du bist sehr einfühlsam, vielleicht kannst du mal mit ihr sprechen und ich biete dir einfach mal deine Hilfe an. Das war Samara Eckhardt. Die hat sich dann irgendwann bei mir gemeldet und gesagt, hey Aljoscha, ich war mit Robert in einem Betrieb und zwar alles legal. Ich habe diesen Verein gegründet, um Betrieben, also Landwirtschaftsbetrieben, die aktuell an Tieren Geld verdienen, bei der Transformation auf eine tierleidfreiere Version umzusteigen, ohne die aktive Ausbeutung von Tieren und sie dabei zu unterstützen. Die ist ursprünglich Lehrerin und hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, da einmal mitzumachen und etwas zu machen, was bisher noch nie jemals irgendwo gezeigt wurde, vor allem nicht legal. Und ich habe tatsächlich nicht lange überlegt, ich habe gesagt, ja, ich möchte auf jeden Fall mitmachen. Ich habe Johannes gefragt, der auch immer schon irgendwie sowas mal machen wollte, weil wir, so wie Samara, glaube ich, auch aktiv werden wollten. Es ist eine Sache, vegan zu leben. Das bedeutet einfach nur, sich nicht an Gewalt oder an dem gewaltvollen System zu beteiligen. Aber das ist ein bisschen so, als ob man einfach nur nicht mehr aktiv mitmacht, aber immer noch so ein bisschen zuguckt, wie weit über 90% der Welt das immer noch machen. Ich bin ehrlich mit euch, ich war schon mal in der Schweinemast. Ich habe auch andere Betriebe schon mal gesehen und das war in der Regel illegal und ich war oft sehr angespannt. Komischerweise bin ich diesmal ganz anders daran gegangen. Ich habe gedacht, dadurch, dass es legal ist, es ist tagsüber passiert, nicht nachts, es war ohne irgendwie ein Kamerateam, ohne Leute, die aufpassen mussten. Es war komplett legal und dadurch war ich verhältnismäßig ruhig. Dazu kam auch noch, dass Samara mir gesagt hat, dass es ein sehr guter Betrieb ist, der überdurchschnittlich gut ist und für viele TierschützerInnen deswegen gar nicht so wahnsinnig interessant ist, weil es eben nicht viel aufzudecken gibt, wo man sagen kann, da gibt es legal Probleme und hier könnten wir etwas bewirken. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, wie ich euch das vermitteln soll. Ich weiß, dass solche Videos nicht leicht zu gucken sind. Ich weiß, dass wir alle unsere Päckchen mitzuschleppen haben und ich weiß, dass viele, die mir hier zuschauen, vielleicht auch schon vegan leben, vegetarisch leben. Und trotzdem möchte ich euch sagen, dass es mir so, so, so wichtig ist, dass ihr bitte nicht wegguckt. Selbst wenn ihr sagt, ich kann mir das jetzt nicht angucken, ist das Beste, was ihr machen könnt, den Ton auszustellen und das Video einfach durchlaufen zu lassen für den Algorithmus. Denn das ist das, was YouTube interessiert. Wie lange wird das Video geguckt? Wird das Video geteilt? Wird das Video kommentiert? Wird ein Like dagelassen? Das ist das, was das Video am Ende pusht. Und ich hoffe so sehr, dass das, was wir da gemacht haben, sich auszahlt in Form von, dass ganz, ganz viele Menschen hingucken. Weil ich kann euch nur sagen, das war für mich die schlimmste Erfahrung, die ich hier gemacht habe. Ich kann wirklich nicht in Worte fassen, was das mit mir gemacht hat. Und ich weiß nicht, ob das daran lag, dass es eben alles legal war und dass wir bei allem einfach zugucken und die Kamera drauf halten durften, dass ich keinen Stress hatte, erwischt zu werden. Und ja, wir haben auch Ferkel gerettet. Ich möchte jetzt gar nicht mehr so wahnsinnig viel reden. Ich bitte euch einfach nur, schaut nicht weg. So schlimm, echt. Oh. Wir haben ja zwei Gebäudekomplexe. Das ist der Muttersauenkomplex. Hier ist die Gruppenhaltung der Muttersauen. Einmal rechts das Deckzentrum, also da werden die Sauen besamt. Und links, das nennt man Wartestall. Das heißt, da sind die weiterträchtigen Sauen, die hochträchtigen Sauen, die demnächst gebären. Was du dort hörst, sind die frisch abgesetzten Muttersauen. Die lagen jetzt 5 Wochen voll fixiert im sogenannten Ferkelschutzkorb. Die Ferkel von ihnen sind 4 Wochen alt, die Ferkelkinder, und sie wurden heute Morgen ihren Kindern weggenommen, also raus aus der Vollfixierung, und sie rufen jetzt nach ihren Kindern und das würde ich dir auch gerne einmal zeigen. Weil es einfach unglaublich viel über die Mutterliebe dieser Tiere aussagt. Yeah.
manchmal davor und zittere. Also es ist nicht in Worte zu fassen und es ist auch vom Ton her nicht einzufangen. Diese Schreie gehen durch Mark und Bein. Für mich ist das der schlimmste Tag hier in diesem Saunenzyklus, an dem Tag hier zu sein, wo ihnen die Kinder genommen werden. Boah, ich hab's noch nie so... Ja. Ich kann ja noch mal eben zum Vergleich eine andere Tür aufmachen von einer anderen Gruppenhaltung, weil das ist nicht, weil die Tiere irgendwie Hunger haben oder so, könnte man ja vermuten, sondern es ist, weil sie zurück zu ihren Kindern wollen. Hier wird in den Kastenständen vegetiert. Und die Muttersauen, die wir da gerade gesehen haben, die werden jetzt in 3 Tagen auch wieder besamt. Ich habe echt vergessen, wie schlimm das ist. Und so verbringen die Tiere eben ihre Trächtigkeit. Man sagt ja, sie sind ja nicht mehr voll fixiert, sie können sich ja bewegen. Aber wenn man sich diese Fläche hier anguckt für rund 40 Sauen, genau, das ist die Fläche, wo sie hinkoten. Das ist keine Bewegungsfläche. Und hier ist es einfach mega laut, es ist auch mega dreckig, es stinkt. Es sind überall Spinnenweben. Als Dankeschön, wenn dann den Tieren die Kinder weggenommen und dann werden sie getötet. Und wir diskutieren darüber, dass uns ein Schnitzel weggenommen wird. Also uns wird ein Schnitzel weggenommen. Wenn man das sieht, dann kann er mir sowas noch sagen. Wem wird hier was weggenommen? Selbst wenn die Kastenstände grundsätzlich geöffnet sind und sie könnten raus, kenne ich auch Muttersauen, die liegen tagelang im selben Kastenstand und sie bewegen sich nicht. Denn was sollen sie denn auch tun? Ist wie, man fühlt sich wie in so einem Horrorfilm, in dem man versucht, Menschen einfach nur zu sagen, dass so was ganz Grausames passiert und alle versuchen, das zu rechtfertigen und sagen, du spinnst, du bist der Spinner in dieser Gesellschaft. Und man ist hier, man denkt sich so, ich verstehe das einfach nicht, jedes Mal aufs Neue. Ich verstehe das, wenn man in die Welt zurückgeht, in der wir sind, so, ne, ich lebe ja auch in meiner Welt, wo ich vom PC bin und meine Storys hochlade und dass das irgendwie so, dass da so ein Disconnect entsteht, ist irgendwie normal. Darauf basiert das ganze System ja auch. Aber wir müssen doch irgendwie... Ich glaube, das ist echt der größte Fehler im System, ist, dass wir das nicht sehen. Und wenn wir sehen, dann gucken wir weg. Diese Eisenketten, die du hier siehst, ist halt eben das Beschäftigungsmaterial für die Sau. Davon gibt es hier diese 2. Wir gehen jetzt in den Geburtenraum. Hier haben vergangenes Wochenende ungefähr 40 Sauen, Muttersauen, geferkelt. Das heißt, sie hatten ihre Geburten. Die haben so durchschnittlich 15, 16 Ferkel hier in diesem Betrieb. Es gibt Betriebe, da sind die Geburtenzahlen noch deutlich höher. Ich war mal in einem Betrieb, da hat die Züchterin stolz erzählt, dass sie eine Sau hatte mit 32 Ferkeln. Genau, und die sind jetzt hier eine Woche alt. Die Mütter sind 2 Wochen fixiert in den Ferkelschutzkörben. Das gucken wir uns jetzt einmal an. Und die werden heute auch dementsprechend kastriert. Oh Gott. Oh Gott. Das sind die kleinsten vom Wurf davor. Also die sind 3 Wochen älter schon. Und das ist so ein typischer Kümmerling. Der Kleine ist 3 Wochen älter als die da drüben. Das tut mir einfach so leid. So furchtbar. Oh.
Das war damals schon so, dass das ganz viel in mir auslöst, weil sich das anfühlt wie Henry, wenn er schläft oder als er noch klein war. Und ich einfach die ganze Zeit so denke, das sind halt so... Also, es ist halt das, was ich damals schon gesagt habe, dass die halt in der Hölle geboren werden und die haben halt gar keine Ahnung, was passiert und kennen es gar nicht anders. Und wenn irgendwelche Leute sagen, die sind dafür da, warum, wie kann man denn sagen, dass man dafür geboren wurde? Wie kann man denn so kleinen Tieren in die Augen gucken und sagen, dafür sind die gemacht? Oh, ich kann es nicht sehen. Narkosearzt, es ist ja selbsterklärend im Endeffekt, ne? Also die werden da reingesteckt, damit sie das Narkosegas einatmen und das wirkt ja relativ schnell, je mehr sie atmen, je schneller sie atmen, je panischer sie werden, desto schneller fließt, blutet es an. Isofluran hat eine relativ lange Halbwertszeit, also es blutet relativ langsam ab. Ja, die werden dann da reingeklemmt und kastriert. Also ist schon irgendwie selbsterklärend. Also das Ding ist halt, dass Metacam, ich weiß nicht zu welcher Gruppe das gehört, aber es ist auf jeden Fall kein Opiat. Das ist nichts, was sofort wirkt. Ich kenne das von meinem Hund, der hat das bekommen nach einer OP. Das ist sowas, was so ein bisschen länger wirkt und über den Tag die Schmerzen nehmen soll. Aber es dauert eine halbe, dreiviertel Stunde oder bis es wirkt ungefähr, glaube ich. Müsste ich nochmal nachgucken. Weil das Ding ist, dass Isofluran ist reines Sedativum. Das heißt, es hat keine analgetische, also schmerzlindernde Wirkung. Das ist ja auch der Grund, warum Narkosen immer auf Sedativum und Schmerzmittel und noch einem anderen Medikament, was jetzt hier irrelevant ist, basieren. Weil eben die Schmerzreaktion vom Körper trotzdem kommt, wenn Schmerzen nicht genommen werden. Das bedeutet Herzrasen, Bluthochdruck. Und es kann eben sein, dass man dann danach mehr Schmerzen hat. Eine Schmerzreaktion wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit da sein, weil ich auch nicht glaube, dass das potent genug ist für so einen starken Schmerzreiz. Aber dass durch das Narkosegas und durch das Sedieren keine körperliche Reaktion sichtbar ist, weil die halt, also die Muskeln entspannt sind und trotzdem ist die Schmerzreizreaktion in Form von Herzfrequenz steigt, Bluthochdruck steigt und es kann eben sein, dass man danach dann mehr Schmerzen hat. Es gibt so eine Art Schmerzgedächtnis, aber ist schwer zu sagen und ehrlich gesagt ist das ja schon mehr als in vielen anderen Bereichen gemacht wird, muss man ja auch einfach sagen. Das sind halt einfach ganz kleine Babys, die von ihrer Mama weggerissen werden, die nicht wissen, was passiert, die kopfüber auf einmal in so ein Ding reingesteckt werden und sobald sie schreien, wird ihnen die Schnauze zugedrückt. Dass das in irgendeiner Form ein traumatisches Erlebnis ist, ist ja irgendwie auch nicht überraschend. Dann wachen die auf, taumeln, wissen nicht, was los ist, haben vielleicht wahrscheinlich, also sehr wahrscheinlich Schmerzen. Das ist sicher eine Mischung aus allem, aber dass man danach ängstlich ist und dass das ein riesen, ja, Vertrauensbruch hört sich fast zu mild an. Das ist ja ein traumatisches Ereignis. Ich bin irgendwie jetzt an einem Punkt, wo ich merke, dass ich emotional komplett abgestumpft bin. Ich habe mich richtig ausgeheult. Ich versuche wirklich die ganze Zeit zu überlegen, wie Johannes die Kamera halten kann, was er noch alles filmen muss. Und auch er bleibt die ganze Zeit länger in den Räumen und versucht noch alles zu filmen. Aber das Absurde daran ist, es ist egal, wie viel wir versuchen, über die Kamera festzuhalten, egal, was wir jetzt hier zeigen. Es wird dem niemals gerecht, wie es hier in echt ist. Ihr werdet nie spüren, was hier in der Luft liegt, diese Panik, diese Angst und das Gefühl, dass so kleine, unschuldige Lebewesen, die nichts getan haben, außer einfach Pech gehabt zu haben, in welche Welt sie geboren werden, in welche Spezies sie geboren werden. Und das ist für mich das Allerschlimmste, das Gefühl von Machtlosigkeit, weil
wie in so einem, ist es wie in einem Horrorfilm. Und das Gefühl, dass wir jetzt gleich nach Hause gehen, dass ich duschen kann, dass ich mich fertig mache, in meinem Bett schlafe und es geht hier einfach alles weiter. Das sind einfach empfindsame, liebevolle, komplett unschuldige Lebewesen. Wir leben im Jahr 2023, wir haben unendlich Möglichkeiten, uns Alternativen zu suchen. Wir haben unendlich viele vegane Alternativen, aber vor allem, ich verstehe die Politik nicht. Wie kann man denn als Landwirtschaftsministerin abends ins Bett gehen, wenn man hier schon mal drinnen war und sowas gesehen hat? Wie kann man abends ins Bett gehen? Wie kann man in den Spiegel gucken und sich sagen, das ist alles gut so, lass mal alles so lassen? Wie kann ein Markus Söder, eine Julia Klöckner oder die Landwirtschaftsministerin der CSU, mit der ich beim Bayerischen Rundfunk saß, natürlich würde die jetzt sagen, ja, das ist ja alles hier viel schlimmer, das ist hoher Standard hier. Das, was wir heute sehen, ist hoher Standard und wir dürfen das legal filmen. Ich weiß, wir lieben es, Verantwortung auf andere zu schieben. Ich weiß, wir sind die Ersten darin zu sagen, die Politik. Aber der einzige Grund, warum das noch passiert, ist, weil wir das konsumieren. Und ja, woanders ist es teilweise schlimmer, teilweise genauso. Das ist aber völlig irrelevant. Wir sind im Hier und Jetzt und jede Person hat ab jetzt, heute, in dem Zeitpunkt, in dem ihr das seht, die Möglichkeit, das nicht mehr zu konsumieren. Jeder Kauf, jedes Konsumieren ist ein Stimmzettel, dass das okay ist und dass das weitergeht. Und ich weiß, dass es nicht für alle Menschen auf dieser Welt immer möglich ist, aber es geht um die Menschen, die die Möglichkeit haben, das jetzt sofort zu ändern. Ich habe sehr viele Situationen in meinem Leben, in denen ich diese Welt nicht mehr verstehe. Heute ist auf jeden Fall einer davon. Ich habe vergessen, wie schlimm ich das finde. Ich habe aber auch vergessen, warum ich das mache. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass Menschen das sehen und ich glaube, es war noch nie mir so ein Anliegen, dass ihr dieses Video teilt, dass ihr nicht wegguckt und versucht, andere Menschen zum Hingucken zu bringen. Das ist die Lebensrealität von Millionen an Tieren und das sind hier, es ist ein einziges Beispiel in einem einzigen kleinen Ort in Deutschland. Ein einziges Beispiel und es geht alles so weiter. Ich gehe jetzt gleich nach Hause und diese Tiere leben weiter in dieser Hölle, können sich kaum bewegen, haben kaum Möglichkeiten zu interagieren. Es riecht hier überall nach Ammoniak. Die Tiere entwickeln in der Regel immer irgendwann Atemwegsentzündungen, Konjunktivitis, also Entzündung der Augen, Schleimhäute werden gereizt, Mütter können sich nicht bewegen, Kinder werden weggenommen. Ihr habt gehört, wie die schreien. Es ist einfach nicht mehr zu rechtfertigen. Es ist einfach nicht zu rechtfertigen. Alles gut. Hey. Alles gut. Es tut mir auch leid, dass du so gestresst warst. Hm? Du weißt noch nicht, dass wir was Gutes mit dir vorhaben, ne?
Guten Morgen, Aljoscha. Ja, bei mir kam tatsächlich noch die Klatsche irgendwie. Mir geht's nicht gut. Mich hat es sehr aufgewühlt zu sehen, was es mit dir macht. Dann merke ich, glaube ich, immer, wenn ich Menschen da habe, die so weinen und die das so umhaut wie mich, als ich das erste Mal da war, dann merke ich immer, wie krass dissoziiert ich dann doch bin und wie mich diese Arbeit im Stall kaputt gemacht hat. Ich gucke jetzt mal eben nach den Ferkeln, aber gestern Abend haben wir ja das Kleinste, mit dem du so lange lagst, noch infundiert in den Bauchraum. Ich glaube nicht, dass er die Nacht durchgekommen ist, aber ich weiß, dass er mit Magdalena im Bett lag. Dann wurde er auf jeden Fall richtig gut begleitet. Ich weiß, wie ohnmächtig man sich fühlt. Ich weiß, wie sauer man ist, wie wütend man ist und wie man seine Wut projiziert auf die Landwirtin, die dort arbeiten, auf die Menschen, die im Schlachtbetrieb arbeiten, auf die Menschen, die sich noch tierische Produkte kaufen. Aber ich glaube nicht, dass das zielführend ist. Wir haben ein kaputtes System. Wir müssen dieses System dekonstruieren. Wir müssen anerkennen, dass alle, die tierische Produkte kaufen, Teil dieses Systems sind und das System unterstützen und dass wir alle auch Teil der Lösung sein können. Und ich sag's immer wieder, jeder Regen fängt mit einem Tropfen an. Vielleicht ist vielen Menschen jetzt auch bewusst, warum ich immer wieder sage, dass Veganismus eine rein ethische Bewegung ist. Es geht nicht um uns, es geht um fühlende Individuen, um Lebewesen, die eine eigene Seele haben, die Schmerzen empfinden, die das Bedürfnis nach Liebe, nach Kindern haben. Und ich kann euch nur sagen, diese Schreie der Muttersäue, egal wie viele Kameras und Mikrofone wir da draufhalten, egal wie wir euch das zeigen, können nicht ansatzweise festhalten, wie diese Schreie durch Knochen und Mark ging. Das ist eines der schlimmsten Geräusche, die ich je gehört habe. Weil man realisiert einfach in dem Moment diesen Schmerz, dass der echt ist und dass diese Tiere völlig verzweifelt sind, am Ende ihrer Kräfte sind und keinen Ausweg sehen und einfach nur schreien. Und wisst ihr, was die meisten Menschen dann einfach machen? Die Tür zu. Und das ist das, was so furchtbar ist. Ich bin mir auch ehrlich gesagt fast sicher, dass auch in diesem Video Leute schreiben werden, Bacon, Steak, jetzt gehe ich erstmal ein Schnitzel essen. Macht das, Leute, macht das. Alle, die das Bedürfnis haben, sich jetzt ein Schnitzel zu holen, eine Wurst zu essen, macht das. Wenn das eure Reaktion auf dieses Video ist, dann sagt das einfach viel mehr über euch aus als über mich oder über andere Menschen. Es wird nichts an meinem Leben ändern, es wird nichts an eurem Leben ändern, es wird nur was an dem Leben der Tiere ändern. Und ich weiß nicht, wann wir an dem Punkt angekommen sind, dass wir mit Ignoranz angeben wollen, dass Ignoranz als etwas Wertvolles angesehen wird. Aber rein psychologisch gesehen kann ich es natürlich verstehen. Es ist leichter, sich über etwas lustig zu machen, als inhaltlich zuzuhören und zu reflektieren und darüber nachzudenken. Das erfordert tatsächlich Kraft und Mut und das ist tatsächlich anstrengend. Es ist viel leichter, sich über Dinge lustig zu machen. Es ist viel leichter, nicht zu reflektieren. Für alle Menschen, die bis hierhin geguckt haben, teilt das Video. Guckt, wie ihr Samara unterstützen könnt. Folgt Samara auf Instagram. Ich habe eine Woche lang nachts davon geträumt. Ich habe geweint. Ich bin abends nach Hause gekommen, wollte keine Menschen mehr sehen. Ich wollte mit niemandem reden. Ich habe einen immensen Weltschmerz gehabt. Und Leute fragen mich immer wieder, wie gehst du damit um? Was machst du? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht die Lösung für alles. Ich bin auch nur Mensch und ich verzweifle regelmäßig an der Gewalt und der Ignoranz der Menschen und ich weiß manchmal nicht, ob es ein Fluch oder ein Segen ist, dass ich das alles sehe und wahrnehme und das Gefühl habe, ich nehme das intensiver wahr, so wie er auch oder viele hier auch, als andere Menschen oder sind meine Verdrängungsmechanismen vielleicht nicht ausgeprägt genug, vielleicht ist es auch sehr selektiv, meine Empathie, ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, dass mein Weltschmerz sehr oft sehr groß ist und das Einzige, was mir hilft gegen Weltschmerz, ist aktiv zu werden. Und es reicht nicht mehr, einfach nur nicht an Gewalt zu partizipieren. Es reicht nicht mehr, einfach nur wegzugucken. Wir müssen hingucken. Und wir müssen, auch wenn das unbequem ist, Menschen darauf hinweisen. Ja, wir können darauf achten, dass die Art und Weise, wie wir Menschen darauf hinweisen, nicht unter die Gürtellinie geht, dass wir dabei nicht verletzend sind. Aber Aktivismus ist nie bequem, weil es Menschen aus der Komfortzone bringt, weil es Menschen darauf hinweist, ein System zu hinterfragen, was sie jahrelang gelebt haben, was sie jahrelang gelernt haben, nicht zu hinterfragen. Wir sind Gewohnheitstiere, wir sind bequem, wir sind ignorant, wir sind gemütlich. Wir haben keine Lust, unser Verhalten zu ändern. Es ist einfacher, weiterzumachen. Wir haben Fragen von Nährstoffen über, was mache ich mit Secondhand? Was soll ich überhaupt noch essen? Wie geht das weiter? Ich mag den Geschmack so gerne. Ich kenne das alles. Es war noch nie einfacher als jetzt. Es gab noch nie so viele Angebote wie jetzt. Es gab noch nie so viele pflanzliche Alternativen wie jetzt. Die Welt ändert sich. Und das ist gut. Sie ändert sich aber viel zu langsam. Und für diese Tiere ändert sie sich erst recht viel zu langsam. Es waren 6 Muttersäue, die wir retten konnten und ein paar Ferkel. Für diese Ferkel bedeutet das alles. Und trotzdem bin ich mit einem Gefühl von Ohnmacht aus diesem Stall rausgegangen, weil ich dachte, wir haben gerade eine Handvoll Schweine gerettet, von denen eine in der Nacht noch gestorben ist. Das wussten wir aber, weil das Tier in den Armen der wunderbaren Person, die diesen Lebenshof hat, nachts eingeschlafen ist. Und normalerweise haben diese Tiere nicht den Luxus. Normalerweise kämpfen diese Tiere um die Zitzen der Mama, weil viel zu viele Ferkel da sind. Die Mütter sich nicht bewegen können, die Mütter regelmäßig die Ferkel zerquetschen,
die Ferkel in ihrem eigenen Kot, in dem Kot der Mama liegen und einfach vor sich hin vegetieren. Das Ammoniak in der Luft brennt in den Augen, es brennt in der Nase. Es führt perspektivisch immer zu einer Reizung der Atemwege. Und die Tatsache, dass diese Ferkel, nachdem wir sie gerettet haben, einfach erstmal fast 2 Tage lang durchgehend geschlafen haben, zeigt einfach, unter welchem immensen Stress und Horror diese Tiere stehen. Dass sie einfach nie Ruhe haben. Es ist ein konstanter Reiz. Stellt euch mal vor, ihr kommt auf diese Welt und ihr wisst noch gar nicht, was euch geschieht. Ihr wisst nicht, was vorne und hinten ist. Ihr versucht euch überhaupt erstmal zu orientieren. Dann brennt es in der Luft. Ihr sucht eure Mama und ihr hört nur Schreie. Ihr werdet die ganze Zeit angerempelt und wenn Leute kommen, dann gehen sie sehr grob mit euch um, schmeißen euch rum. Ihr werdet kopfüber in eine Anlage geschmissen und wenn ihr aufwacht, habt ihr Schmerzen. Und am Ende werdet ihr von eurer Mama getrennt. Es herrscht nur Angst und Panik in der Luft. Ich verstehe diese Welt einfach oft nicht. Ich verstehe sie nicht. Und ich weiß ehrlich gesagt sehr oft auch nicht, warum wir darüber debattieren müssen und warum Veganismus als etwas Extremes angesehen wird. Warum wir so vehement versuchen, dieses System aufrechtzuerhalten. Warum wir so vehement versuchen, ein so brutales und gewaltvolles Ausbeuten, was wir nicht müssen, aufrechtzuerhalten. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, dass wir das nicht sehen und alle sagen, das darf nicht sein, das darf nicht passieren. Stattdessen ist unser erster Impuls zu sagen, das sind Ausnahmen, das passiert sonst nicht, ich esse nur gutes Fleisch. Und nicht einfach generell erstmal zu überlegen, wie kann ich meinen Teil dazu beitragen. Ich muss ja gar nicht bewusst ein schlechter Mensch sein, ich muss ja gar nicht bewusst schlechte Handlungen treffen. Wir können nichts dafür, dass wir in dieses System geboren wurden. Aber sobald wir es gesehen haben, können wir uns doch aktiv entscheiden, jeden Tag. Ich bin sehr, sehr müde und ich wünsche mir nichts mehr, als dass wir es schaffen, aus diesem System rauszukommen. Und deswegen ist meine Bitte an euch, versucht irgendwoher Kraft zu finden, selber aktiv zu werden. Schreibt Tierschutzorganisationen an, schreibt Samara an, guckt, dass ihr Transformation unterstützt. Sprecht andere Menschen an, macht bei Straßenaktivismus mit. Schaut, dass ihr euch selber informiert, damit ihr andere Menschen aufklären könnt, wenn ihr online irgendwelche Sachen seht. Setzt PolitikerInnen unter Druck, denn ganz ehrlich, ich erinnere nur sehr ungern an meinen Auftritt bei der Münchner Runde mit Frau Kaniba oder wie sie hieß, oder ein Markus Söder, die wirklich bis zum Anschlag in dieser Industrie drinstecken und nichts Besseres zu tun haben, als immer wieder irgendwie zu sagen, dass es in Bayern sowas nicht gibt und in Bayern sei alles toll und Landwirtschaft. Und ganz ehrlich, Leute, die meisten LandwirtInnen wollen das nicht. Und so war es da übrigens auch. Der Landwirt, den wir dort gesehen haben, war ein ganz netter Mann, der einfach nur gesagt hat, ich mache hier meinen Job, weil ich den machen muss, nicht weil ich den machen möchte. Ja, er hat komplett den Bezug dazu verloren. Er hat überhaupt keinen Bezug mehr zu dem, was er da gerade macht. Und das haben wir auch gemerkt, wie er mit den Ferkeln umgeht. Und ich glaube, dass er noch sehr sanft mit diesen Tieren umgeht. Wir alle werden dieses System geboren und dazu gehören eben diese Menschen auch. Und es ist ein einfaches, mit dem Finger auf sie zu zeigen, ihnen die Schuld dafür zu geben. Die Realität der Dinge ist, dass sie einen Job machen, den sie nur machen, weil wir diese Produkte noch konsumieren. Das heißt, wir müssen bei uns anfangen, vor der Tür zu kehren und wir müssen Druck bei der Politik ausüben. Wir müssen anfangen, dieses System von innen zu dekonstruieren. Das fängt bei uns an, es fängt damit an, dass wir uns selber weiterbilden, andere informieren, dass wir aktiv werden. Und natürlich ist es dabei auch wichtig, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger die ganze Zeit arrogant zu sein, weil damit erreichen wir nichts. Damit erreichen wir nur, dass wir einen Keil zwischen uns treiben, weil wir alle haben irgendwann mal Fleisch gegessen. Die meisten von uns sind in dieser Welt aufgewachsen. Ich habe mich lustig gemacht über Menschen, die vegetarisch leben. Ich war der Ignoranteste von allen. Ich war ganz vorne dabei, wenn ich Leute beleidigt habe. Ich habe mich witzig gemacht über Menschen, die vegan leben. Ich habe mir nicht ansatzweise vorstellen können, irgendwie mal vegan zu leben, geschweige denn vegetarisch. Wir haben eine Stimme, die Tiere haben auch eine, aber ihre Stimme wird nicht gehört. Insofern ist es unsere Aufgabe, ihnen unsere Stimme irgendwie zu geben und sie hörbar zu machen. Danke an Robert, danke an euch, danke an Samara, danke an alle Menschen, die bei diesem Projekt unterstützt haben, an den Lebenshof. Alles wird unten verlinkt. Schaut bitte bei allem nach und fühlt euch umarmt. Und bitte, bitte, bitte teilt das Video.